Ich wurde einmal bei einem Date gefragt, was ist dein Bodycount? Und ich dachte so, next. Im Mund gehabt habe ich sicher schon 400 oder sowas. Ich bin tatsächlich noch Jungfrau. Was ist dein Bodycount? Was ist Bodycount? Wie viele Leute ich schon umgebracht habe? Niemand. Mit wie vielen Menschen hast du schon geschlafen? Oh mein Gott. Oh. Okay, warte mal kurz. Zero? Der ist null. Eins. Eins. Zwei. Ich wollte sagen zwei und dann ist mir einer ins Schritt. Drei. Vier. Ich nenne keine richtige Zahl, aber das kann man an einer Hand abzählen. Ach, nicht so viele. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich muss mal kurz zählen. Wahrscheinlich so 12 und 18. Ich würde sagen unter 20. 20, 25. 20. 35. Ich zähle nicht mit. Zwischen 30 und 50. Er könnte dreistellig sein. Um die 70. Ich weiß es nicht. Ich habe früh angefangen. Zu viele. Nein, nicht zu viele, sehr viele. Ich glaube, wenn wir jetzt von anal reden, ist es sicher schon 200. Und wenn wir sonst reden, mein Gott, im Mund gehabt habe ich sicher schon 400 oder sowas. Musstest du dich deshalb schon öfters rechtfertigen? Das zum Glück nie, aber ich glaube auch, weil ich so offen damit umgehe und weil ich so ohne Scham darüber rede, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, mit mir darüber zu diskutieren. Das ist das Gleiche wie bei Schwul. Wenn man mich Schwuchtel nennt, sage ich so, ja, Gratulation, Sherlock. Ich meine, weißt du, was ich meine? Ich bin tatsächlich noch Jungfrau. Ich hatte mein erstes Mal noch nicht. Bin ich 23 und ich denke so, wird langsam ein bisschen kritisch, aber eigentlich nicht, weil ich weiß ja, wenn ich es wollen würde, könnte ich es ja haben, aber ich will es halt irgendwie nicht mit irgendwem. Wie oder wo führst du deine Liste? In einem Word-Dokument. Ich hatte tatsächlich mal ein Sextagebuch. Ich habe eine Notiz-App, in der ich meinen Bodycount angefangen habe. Ich habe diese Notiz dann irgendwann gelöscht, weil ich so war, hä, wozu machst du das gerade genau? Wie führst du deine Liste? Die Größe des Schwanzes und die Schönheit des Schwanzes beschrieben und ob ich gekommen bin und wann und wo. Und dann wurden die Beziehungen meistens ein bisschen intensiver und dann habe ich auch ein paar emotionale Sachen dazu geschrieben. Einfach so für mich so festzuhalten und zu reflektieren, was da passiert ist. Also ich habe dafür Vornamen oder auch wenn ich den weiß, den Nachnamen stehen und dann mein Alter und das Alter der Person zu der Zeit. Jetzt schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr euren Bodycount wisst oder vielleicht sogar ein sogenanntes Sextagebuch führt. Wo fängt für dich Sex an? Schon intimere Sachen als Küssen. Auf jeden Fall mit Berührungen schon. Ich glaube, wenn so eine Stimulation angestrebt wird. Manche Leute ziehen bei Oralsex die Grenze, manche Leute ziehen bei Penetration die Grenze, manche Leute sagen, das ist Sex und das ist nicht Sex. Does it matter? Jetzt eindringt nicht unbedingt. Sex ohne Penetration, ich kann es nur weiterempfehlen. Was ist für dich guter Sex? Das fange ich selber gerade erst an zu haben. Also wenn man Grenzen versteht, einvernehmlicher Sex. Wenn beide Parteien was davon haben. Dass alle Flüssigkeiten, alle Geräusche kein Cringe-Moment hervorrufen. Guter Sex bringt mich zum Lachen. Ich glaube, die Playlist muss halt auch stimmen. Also es geht halt auch nicht, wenn das so komische, gruftige Musik ist oder so. Das funktioniert für mich halt nicht. Gemeinsame Genießen der Zeit. Wo man sich fühlt, als ob man gerade wirklich von der Suppenwolke sich einmal kurz fallen lässt. Also wenn einfach irgendwie so ein Austausch da ist und nicht nur so, jawohl, los geht's. Bei dem man ausprobieren kann, was gefällt. Wobei man kann auch sagen, jawohl, los geht's, aber dann sollte man die andere Person mitnehmen, finde ich. Kommunikation und dass man sich gut kennt. Deswegen wären auch One-Night-Stands nicht für mich, weil ich kann mich nur fallen lassen und mich öffnen, wenn ich jemanden emotional auch gut kenne. Hast du gerne One-Night-Stands? Ich hatte gerade sehr viel Freizeit einfach, deswegen bin ich gerade in der Phase, in der ich viele One-Night-Stands habe. Wann war der letzte? Gestern. Ich glaube, in meinem ganzen Leben hatte ich nur einen offiziellen One-Night-Stand. Es ist so eine Fun-Time, sage ich mal, aber ich finde, man steckt so viel Energie da rein, man erzählt sich immer dasselbe und am Ende ist nie wirklich eine Emotion da, sondern es geht rein um dieses Sexuelle und deswegen, ja, bin ich nicht so persönlich aktuell der Fan von. Kann sich ändern. Kann sich ändern. Reminder, Leute. One-Night-Stands sind gar nicht mein Fall. Juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Ich persönlich verstehe es auch nicht. Ich feiere alle Stories von meinen FreundInnen. Also ich bin die am detailreichsten nachfragt. Die Phase, als ich viel auch auf Dating-Plattformen unterwegs war,
da hatte ich schon mit vielen verschiedenen Leuten irgendwie was. Ich weiß noch, ich hatte so eine kleine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, oh mein Gott, desto mehr, desto besser. Sex ist für mich nicht wichtig. Sex spielt für mich keine große Rolle. Es gab tatsächlich eine Zeit, wo ich mich sehr durch sexuelle Attraktivität und sexuelles Ausleben bestätigt gefühlt habe, dass das eine Form von Kompensation war für Dinge, die in meinem Leben einfach nicht richtig gelaufen sind. In der Zeit, als ich mich hyperfeminisiert habe, hatte ich mit wahnsinnig vielen Leuten Sex, mit wahnsinnig vielen männlich gelesenen Personen, weil ich dadurch einfach meine Bestätigung genommen hatte und dachte, dass mein Körper ein Objekt ist, das dazu da ist, irgendwie zu gefallen. Und dementsprechend ist mein Bodycount dann sehr hoch geworden. Und seitdem ich mich geoutet habe als nicht-binär, so gut wie gar nicht mehr. Früher hat man sich da auch mehr drauf eingebildet, ne? Das war irgendwie so ein Ding, ja, ich hatte mit so vielen Sex, das fing ja schon irgendwie auf dem Schulhof an, würde ich fast sagen. In meiner Jugend kann ich mich daran erinnern, dass das bei mir eher so einen Stress ausgelöst hat. Also wenn andere Leute darüber gesprochen haben. Ich war nie eine Person, die super sexuell ist und die super viel Sex hatte. Und deswegen hat es mich eher immer so gestresst, weil ich dachte, ich muss irgendeinem Ideal entsprechen oder irgendeine Nummer erreichen. Ist es wichtig, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat? Also höchstens für einen selbst, aber nicht für andere. Aber also wenn es einen selbst interessiert vielleicht, aber eigentlich nicht. Weder will ich mich damit irgendwie profilieren, noch ist es... Finde ich das irgendwie schlimm, wenn mir jemand sagt, er hatte irgendwie mit einer Person oder sowas Sex. So what? Das sagt überhaupt nichts aus. Wenn jetzt aber jemand einen Bodycount von 100 hat, ey, dann... So be it. Ja, absolut. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch was gerade mit einem Typen hatte, der einen relativ hohen Bodycount hat, das juckt mich nicht. Ich mach da schon immer manchmal ein Riesending draus. Also ich frag Leute dann auch so, mit wie vielen hattest du schon was? Man vergleicht sich immer gerne. Ich bin eine Person, die leider sehr viel vergleicht, was sehr schlecht für die mentale Gesundheit ist. Ich wurde einmal bei einem Date gefragt, was ist dein Bodycount? Und ich dachte so, next. Alter, wer die Frage am Anfang von ein paar Dates stellt, so wenn es so als Joke ist oder so, kann ja sein, dass es irgendwie interessant ist, aber die Person hat es schon so ein judgy Feeling, dass ich schon wusste, dir wird, egal was ich sage, die Zahl nicht gefallen. And I don't like it. Und ich wusste direkt so, ey, ich werde gleich sagen, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich gehe jetzt nach Hause. Ich glaube, wenn ich da stehe, mit einer Perücke auf dem Kopf, ohne Augenbrauen, mit über 200 Geschlechtspartnern und da in die Kamera sage, ihr könnt das auch und ihr müsst euch dafür nicht schämen, dann ist es so. Miss Ivanka T, for President 2050 vielleicht. Just here to enjoy life, y'all. Ihr findet meinen Bodycount in der Infobox. Ganz egal, ob euer Bodycount 0, 1, 2, 3 oder 30 ist oder noch mehr, lasst euch von niemandem einreden, dass das zu viel oder zu wenig ist. Und wenn ihr doch mal was Neues beim Sex ausprobieren wollt oder einfach nur neugierig seid, klickt doch mal auf dieses Video drauf. Da zeige ich verschiedene Sextoys und welche von denen ich schon kannte und welche nicht.